Von 1992 bis 1997 war der Christian Constantin das erste Mal Präsident des FC Sitto und seit 2003 wieder. Und er hat in der Zeit 47 Trainer entlassen. Der letzte ist jetzt heute dieser hier, der Gobri. Der erste war übrigens ein Oberwalliser. 1992 der Jean-Paul Bricker. Und jetzt gehen wir mal auf die Strasse, ein bisschen hören, was die Leute dazu sagen. Komm mit! Ja, ich finde es nicht unbedingt gut. Einfach, er hat jetzt die ganze Vorbereitung mit Zeit gemacht. Jetzt ist er schon wieder weg. Das sieht auch nicht gut aus momentan. Hat er das Gefühl, jetzt gäbe es den Turnaround oder steigt die Zeit sogar ab? Ja, ich glaube absteigen nicht, aber es wird schon hart. Was hat er jetzt das Gefühl? Bringt die Entlassung etwas oder einmal mehr? Nehmen wir das schon bald so ein bisschen zur Erkenntnis einfach? Ja, man nimmt schon zur Erkenntnis, aber es könnte vielleicht schon sein, dass er mal ein bisschen zurückgeht. Was sagt er dazu? Wieder ein Trainer weniger am FC Sitto? Oh, das ist nicht so gut. Gewöhnt man sich da dran als Fan, dass das schon wieder ein Trainer weg ist? Jetzt der 47. wo der CZ entlässt. Ja, es stört nicht mehr so unglaublich, wenn er mal einer weg ist, aber es ist schon nervig, dass er ganz so schnell wechselt. Bringt jetzt was etwas, der Trainerwechsel? Der Abstieg kann man da noch verhindern jetzt dank dem? Ich hoffe es, aber es kommt schon langsam zu Zweifeln. Wäre es schlimm, wenn man absteigt, das nächste Jahr Challenge League? Ja, es könnte sehr erfreulich, aber vielleicht ist ja das Wette, dass es der Anfang wieder einen neuen Schwung zu holen. Vielleicht. Und das Match geht er gleich, auch wenn es nicht gut läuft? Ja, wir sind jetzt allgemein und so oft an das Match gegangen, aber es wird sicherlich nicht das Schlimmste, wenn es jetzt nicht so läuft, dort zu gehen. So, wir gingen trotzdem noch sicherlich mal. Herr Christian Kostat hat schon wieder einen Trainer entlassen. Was sagt er dazu? Ich habe Fußball überhaupt nichts am Hut. Mir ist das ein bisschen gleich. Wirklich egal, was passiert beim FC Sitto? Ja, eigentlich. Ich habe noch nie ein Fußballmatch gesehen in meinem Leben. 90 Minuten live. Und der tut er das eigentlich halt, was da passiert? Schon, ja. Ja, der Christian Kostat hat schon wieder einen Trainer entlassen. Der 47. schon in seiner Amtszeit. Was sagt er dazu? Ja, das ist auch nicht so gut. Also, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit FC Sitto. Ich komme von Bern. Ja. Aber verfolgst du den Fußball ein bisschen? Eher weniger. Ja. Mehr so Eishockey, ein bisschen mehr dort durch. Und ja, was sagst du dazu? 47 ist eine gleich hohe Zahl, nicht? Ja, sehr hoch. Also, ich meine, wie lange gibt es der FC Sitto schon? Seit 1909. Okay, ja, es ist ja. 47 ist relativ viel mal ein Wechsel gegeben in diesem Fall. Aber lieber 47 mal der Trainer wechseln und mal Meister machen. Nicht so wie IB, der bald 30 Jahre kein Meister hat, oder? Ja, das stimmt auch wieder, ja. CZ hat schon wieder einen Trainer entlassen, der 47. Ja, was sagt er dazu? Ja, ich verfolge Fußball eigentlich überhaupt nicht, aber ich weiß, dass er immer wechselt wird. Und die Leistungen, so wie man kann sagen, sind ja wirklich nicht stumm und schadet vielleicht nicht, wenn noch ein neuer Wechsel drin kommt. Aber 47 ist schon viel, nicht in etwas mehr als 20 Jahren. Ja, das stimmt schon viel, aber schlussendlich ist ja im Prinzip Schiene, Verein oder so. Und ich glaube, er entscheidet das schon recht.